1976 führte die Frankfurter Buchmesse die Schwerpunktthemen ein, die zu Beginn alle zwei Jahre stattfanden. Den Anfang machte Lateinamerika. Seit 1988 präsentiert sich jedes Jahr ein anderes Land oder eine Region in Frankfurt. The Guest of Honor Presentation offers to the guest country a very wide range of possibilities to present themselves with authors, with publishers, with artists and not only at the fair, but also all around the city of Frankfurt. Umgekehrt geben die Ehrengäste dem internationalen Großereignis Frankfurter Buchmesse in jedem Jahr eine neue Prägung. Kultur, Literatur und Geschichte des Gastlandes werden in einem ganz besonderen Rahmen und in einer eigens für den Auftritt gestalteten Halle vorgestellt. Wie die Präsentation auf der Messe aussehen soll, entscheidet der Ehrengast selbst. Der Nutzen für das Gastland liegt auf der Hand. Hier am Beispiel Argentinien, Ehrengast 2010. Argentina has been such a hype in the media that everybody wants to travel to Buenos Aires or travel through the country because we had many, many reportages and moreover there are more than 100 translated books for every reader to find his book. So I think it couldn't be better. Mindestens zwei Jahre vor dem Auftritt beginnen die konkreten Planungen für die kommenden Ehrengastpräsentationen. 2011 wird sich Island vorstellen. Das Land der Sagen und Mythen will den Besuchern der Frankfurter Buchmesse nicht nur die Autoren und ihre Literatur, sondern auch die Kultur und nationalen Eigenheiten des Landes präsentieren. We will try to make a program that incorporates our tradition of storytelling, our sagas and eddas from the 13th century. With the contemporary young authors that have been doing quite well in the abroad and in Europe during the last years. So we've tried to show that we are a country which in a very high degree defines itself through literature. Für die Buchbranche des Ehrengastes ist der Auftritt in Frankfurt vor allen Dingen in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutend. Er bietet dem Gastland die einmalige Möglichkeit, die Titel einheimischer Schriftsteller der ganzen Welt zu präsentieren und so erfolgreich den Einstieg in den Rechtehandel mit zahlreichen internationalen Märkten zu schaffen. Das Aufsetzen eines eigenen Förderprogramms für die Übersetzung ist daher auch ein essentieller Bestandteil des Ehrengastprogramms und eine zentrale Voraussetzung, um den Zugang zu Literatur und zum Gedankengut eines jeweiligen Landes erst möglich zu machen und so Verständnis für fremde Kulturen zu erreichen.